Hallo Freunde, was geht ab? Hier ist wieder ein YouTube und heute gibt es ein neues Video von mir. Heute will ich mein Gaming Setup Update zeigen oder YouTube Setup, wie man das auch nennen will. Ich habe ja schon eins mit dem Janis gemacht, aber es ist jetzt neu. Genau. Und ja, Film ab! So, also das hier ist mein Gaming-Stuhl da hier. Ja, wenn ich ihn nochmal finde, verlinke ich ihn unten in der Beschreibung. Also alles, was ich wieder finde, verlinke ich unten in der Beschreibung. Gut, dann kommen wir mal zum Mikrofon. Das gehört mehr zu YouTube. Hier, das ist mein Mikrofon. Nehme ich auf. Minecraft-Videos auf meinem Kanal. Gaming-Kanal so. Und ja, next, Maus, Gaming-Maus, die seht ihr ja bereits schon bei meinem anderen Video. Nur ist hier unten der Deckel verloren gegangen, ja. So, das ist sie hier. Ups, jetzt habe ich mein MacBook gelassen. Oh, Scheiße. So, man sieht sonst meine Ausrede nicht so gut. So, hier ist mein Headset. Das mache ich jetzt schnell durch, weil sonst, ja, das hatte ich schon bereits beim letzten Mal. So, hier, das ist mein Headset. Kann ich wieder hier drauf machen. Und dann kommen wir mal hier zu dieser Fernbedienung. Da kann man die LED-Streifen hier unten betätigen. Ja, ich kann es euch mal zeigen. Okay, so. Und dann kann man auch noch Farbe wechseln irgendwie, keine Ahnung. So, oder ein Fade reinmachen, das mache ich echt noch gerne. Dann fadet das hier. Man kann Rock, so Flash. Das mache ich noch gerne, ein bisschen schneller. Bisschen schneller. Warte, ich mache das noch ein bisschen schneller. Wird es schneller? Ja, es wird schneller. So, Flash mache ich aber nur recht selten. So, und dann ja, gibt es hier halt noch diese verschiedenen Farben hier. Ich habe Flash, Storb, das ist so von quasi wie Flash von grün, blau und rot, weiß ich, also die hier. Und Smog, keine Ahnung, was das ist. Aha, Smog, das ist so, dass es von einer Farbe quasi wie reingeht, wie faded und dann aber wieder die gleiche Farbe bekommt. Sonst hier einfach die gleiche Farbe und off und hier kann man es heller oder schneller machen. Also da hier kann man, wenn man grün hat zum Beispiel, das kann man heller machen. Und wenn man, okay, es ist schon ganz hell, wenn man das hier ein bisschen runter macht, sorry, ich muss da hier oben ist der Empfänger. Zum Beispiel Fade kann man diese Sache ist nicht für heller, sondern für das da hier ist jetzt für langsamer und das hier für schneller. Also Fade finde ich echt noch cool, aber ich mache es immer ein bisschen langsam, weil ich das echt noch nicht finde. So, etwas so. Gut, diese Fernbedienung mache ich immer hier hinten hin, weil hier sind auch die Kopfhörer von Apple, das sind die Eltern. Ja, das hier ist mein Mauspad. Verlinke ich auch, wenn ich es noch finde. Das MacBook kann ich aber nicht verlinken. Weil ich das gebraucht gekauft habe, dieses MacBook. Aber ich sage euch eins, Leute. Ich würde alles, also vom Computer, auch vielleicht Handys und so, würde ich gebraucht kaufen, weil die sind ziemlich gut. Und hier hat es einen Kratzer, also ist ein bisschen nicht so hell. Hier, man sieht ihn fast nicht. Das ist das Einzige, was ich gekauft habe.
was hier nicht gut daran war. Und das, ja, war ziemlich viel billiger. Und ja, hier ist der Monitor. Und ja, hier sind die Kabel da. Hier Strom für HDMI, Adapter fürs MacBook. Ich weiß nicht mehr, wie der heißt, keine Ahnung. Und da hier auch noch so ein Ding, keine Ahnung. Und für den, ja, für die SD-Karte von der Kamera kann man hier rein tun, auch einen Adapter. Und hier ist noch für das Mikrofon und hier sind auch für Kopfhörer. Und sonst hier halt noch so sind irgendwelche altmodische Stecker, keine Ahnung. Und hier hat es noch ein CD-ROM. Hier. So. Hier hat es noch ein CD-ROM. Und sonst eigentlich nichts. Ich mache ihn jetzt mal an. So, jetzt ist der Computer on. Also mein MacBook. Ja, hier läuft noch Minecraft. Und ja, sonst ist hier mein MacBook. Ich zeige jetzt nicht alle Apps, weil ich habe ein bisschen viel. Ihr seht es, ich kann kurz so scrollen. Aber ich habe ein bisschen viel. Und cool ist auch diese Tastaturbeleuchtung. Das geht es auch viel bei Macs. Weiß ich nicht, ob das wahrscheinlich bei Gaming-Laptops gibt es noch. Und Gaming-Tastatur. Und gibt es eigentlich fast nie. Und die ist praktisch, weil wenn es jetzt hell wird, wenn man nach draußen geht, dann stellt die automatisch ab und sie regelt selber. Das habe ich so eingestellt. Ja, also hier ist mein MacBook. Ich erzähle jetzt nicht kurz, ich erzähle jetzt nicht viel dazu. Hier seht ihr es auch, Minecraft läuft gerade. So mit dem Monitor. So sieht es aus, also echt nice. So, ich habe jetzt auch nochmal Blender gestartet, so seht ihr, wie ich meine Minecraft-Animationen, keine Ahnung, meine Minecraft-Bilder von mir mache. Also ziemlich kompliziert, ihr seht es hier auch mit diesem Würfel. Ich erkläre jetzt ganz kurz etwas dazu. Das hier ist die Kamera, da sieht man das Bild. Wenn man auf Render klickt, sieht man, das ist die Kamera da. Ist das Bild. Gut, und das hier ist die Sonne. Und ja, mehr erzähle ich auch nicht dazu, weil sonst wird es einfach zu langweilig. Und ich habe ja nicht eingeschaltet wegen Blender. Auf jeden Fall... genau, wenn wir schon dabei sind, ihr könnt mir hier auf Instagram folgen. Hier, ich heiße Willu_Tube. Ja, ich mache hier solche Fotos, ihr seht es. Habe ich noch nicht so lange, das letzte ist von ein paar Tagen, 3 Days. Das letzte hier war ich mal mit einer Katze, ja, hier in der Schule haben wir solche Hühner, Küken, sind echt süß. Und ja, solche Fotos werden auf meinem Instagram-Profil ja kommen sein. Weiß ich doch auch nicht. So. Und dann etwas Lustiges noch. Hier geht der Siri. Da kann man mit ihm reden, wie beim iPad oder bei iPhone. Also genau. Ich konnte den Lautsprecher. Okay, gut. Also und ja, das war es mal zum Computer. Jetzt kommen wir noch zum YouTube-Setup. So, ja, mein YouTube-Setup, kommen wir zum YouTube. Hier ist mein Stativ. Hier, der ist echt nice, ich zahle euch. Ja, wirklich aus Eisen und so, wirklich nice. Das hier ist mein zweiter Stativ. Das ist auch nice, auch für Facecam kann man ganz gut irgendwo hier platzieren oder so, extrem nice. Und hier noch mein GoPro-Set, ist ein bisschen unordentlich. Hier. So, natürlich wie beim letzten Mal, Hashtag Chaos in die Kommentare. So, das hier ist, hier, wie schon gesagt, hier Stativ, für das hier, wenn es im Wasser geht, dann sieht man es auch. Hier. Wie ein Stativ, wo schon flott ist. So, das fiel mir gerade aus den Fingern, aber aus den Händen, ja. Ja, und dann gibt es hier natürlich auch noch Stativ, ja. Diesen.
Greenboxy. Das heißt, ich erkläre kurz, was eine Greenbox ist. Wenn ich nehme mal an, hier ist das Stativ und ich filme hier. Dann filmt das und mit dem Programmen kann ich machen, dass alles grün weg ist. Also das heißt, wenn ich hier irgendetwas Grünes habe hier, wo gleich wie das ist, dann flutsch, ist es weg. Und ja, das ist wirklich weg. Also wenn man jetzt einen grünen Anzug hat oder einen grünen Pulli, dann ist das hier einfach durchsichtig. Und den Hintergrund kann man dann dort verlegen. So, ja, das hier ist Softbox, habe ich ausgelernt. Ja, wenn ihr keinen Namen, so wie letztes Mal. Und das hier ist Tagestorlampe, auch ausgelernt. Wieder keine Ahnung genannt. Also das ist der gleiche. So, das hier ist meine alte Greenbox, wo ich bei meinen ersten Videos verwendet habe. Ist halt einfach aus China und ja, also einfach nur so ein grünes Teil. Und ups. Ja, sonst war es doch eigentlich auch schon. So, Freunde, das war's wieder mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen fetten Daumen hoch da und sagt doch abonnieren, wenn ihr das noch nicht getan habt. Und ja, das war's. Bis zum nächsten Mal. Euer YouTube.